Thomas Rung, einzigartig in der Kriminalgeschichte Deutschlands. Mit 7 Morden ist Thomas Rung der gefährlichste Serienmörder der Berliner Nachkriegsgeschichte. Ich habe ja die Würde der Menschen mit Füßen getreten, ne? Also ich bin ein Untier. Stefan Habart gilt als einer der besten Profiler Deutschlands. Er hat mehr als 50 Serienmörder interviewt. Der Frage, warum Menschen töten, hat er sein Leben gewidmet. Der Fall Rung allerdings hat selbst für ihn eine einmalige Aussagekraft und Faszination. Thomas Rung ist sicher ein hochpathologischer Mensch, aber auch er wird nicht als Mörder geboren worden sein. In der Regel steht die böse Tat immer am Ende einer langjährigen Fehlentwicklung, häufig gekoppelt an negative Kindheitserlebnisse. Und wir werden uns den Fall Rung näher ansehen müssen, um zu schauen, ob das hier auch so ist. Die Justizvollzugsanstalt Celle, ein Hochsicherheitsgefängnis. Hier sitzt Thomas Rung in Haft, seit er von Berlin hierher verlegt wurde. Er war dort 2003 auf einen Mithäftling losgegangen, hatte auch ihn fast umgebracht. Profiler Stefan Habart hat Jahre gebraucht, um Kontakt zu Thomas Rung aufzubauen. Immer wieder hat er dem heute 55-Jährigen Briefe geschrieben. Heute trifft der Profiler den Mörder das erste Mal leibhaftig. Seine Hoffnung, Antworten auf die Frage zu finden, warum töten Menschen? Wenn man Thomas Rung zum ersten Mal begegnet, dann ist er eine imposante Erscheinung. Mehr als 100 Kilo schwer, groß gewachsen, hünenhaft. Also er weiß schon, Eindruck zu schinden. Und ich muss sagen, hier und da habe ich mich in meiner Haut nicht so wohl gefühlt. Das Gespräch war für mich positiv, weil ich zum ersten Mal so eine Vorstellung darüber entwickeln konnte, was den Mörder, den Serientäter Thomas Rung eigentlich ausmacht. Das war purer Hass, der mir da also beherrscht hatte, ne? Ein Sprung mitten hinein in die Mordserie und das Leben von Thomas Rung. 5 Menschen hat der damals 34-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon getötet, bis dahin völlig unbehelligt. Gegen 19.45 Uhr ist er auf dem Weg zu seinem 6. Opfer, Eckhard T., seinem Stiefbruder. Mit dessen Tochter Christine hatte Rung bis vor kurzem eine Liebesbeziehung geführt. Als er in Trennung von seiner Frau lebte, ist er zu uns da in der Nähe gezogen. Ja, dann gab es auch so Unstimmigkeiten, ne? Dann hat er sehr starken Einfluss auf seine Tochter, meine ehemalige Lebensgefährtin, genommen. Also das hat sich hochgeschaukelt. Was machst du denn wieder mit Küche? Die Lebensgefährtin von mir hatte sich getrennt gehabt und es kriselte schon ein paar Tage davor. Da habe ich mich in meinen Gefühlen verletzt gefühlt. Rung gerät in rasende Wut. In seinen Augen ist der 53-Jährige schuld an der Trennung. Brutal attackiert er ihn. Mit dem Knie hatte ich ihm, glaube ich, so in der Lebergegend getroffen gehabt. Und da war er, also er war wirklich nicht mehr bei Bewusstsein. Ne? Und schlussendlich hatte ich ihm also in die gefüllte Badewanne reingelegt. Ja. Kaltblütig ertränkt Thomas Rung seinen wehrlosen Stiefbruder. Die Polizei ist damals ratlos und stuft den Mord fälschlicherweise als Badeunfall ein. Warum hat Thomas Rung getötet? Auslöser für diesen Streit war eine Flasche Bier. Aber das war sicherlich nicht der Grund, warum Thomas Rung seinen Stiefbruder getötet hat, sondern dieser Tat vorausgeeilt ist ein langjähriger Streit. Und Rung sagt ja auch später, ich hatte die Schnauze voll und der hat dann das gekriegt, was er verdient hat. Ja, das war so eine richtige Abrechnung gewesen mit ihm, ne? Stumme Zeugen seiner außergewöhnlichen Brutalität waren Brustbeinbrüche, Rippenserienbrüche. Also es ist schon hoch hergegangen.
Letzten Endes hat Thomas Rung in diesem Fall seinen Stiefbruder zum Sündenbock für sein eigenes Versagen gemacht, begleitet von stark ausgeprägten Wut, Hass und Rachegefühlen. Man kann hier eine Affekthandlung diskutieren, aber die Tötung, also das Ertränken in der Badewanne, da würde ich schon eher von direktem Tötungsvorsatz sprechen. Nach dem Mord an Eckhard T. raubt Thomas Rung noch 1800 D-Mark. Dann geht er nach Hause. Christine, die Tochter des Opfers, die sich kurz zuvor von Rung getrennt hatte, schläft schon. Rung traut sich nicht ins Schlafzimmer, denn gerade hat er ihren Vater getötet. Kriminalpsychologin Lydia Bennecke hat fast täglich mit Schwerstverbrechern zu tun, analysiert, was sich in deren Psyche abspielt. Wie schätzt sie den Fall Rung ein? Thomas Rung hat eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, er hat vermindertes Mitgefühl und Schuldgefühl, wenig Angst und eine Neigung dazu, sich das zu nehmen, was er will. Das zeigt sich besonders darin, dass er schnell wütend wird und seine Wut dann auch in seinen Delikten auslebt. Er befriedigt also rücksichtslos seinen Trieb nach dem Ausleben seiner Wut. Nach seinen Taten gibt es für Rung meist nur ein Mittel, mit seinen Emotionen umzugehen. Also das war schon der Wahnsinn, ne? Dann ist man natürlich erstmal los, hat gefeiert, ne? Hat sich den Kopf mit Alkohol benebelt. So. Und dann war erstmal Ruhe mit den Gefühlen, ne? Doch nicht sehr lange, nur 3 Tage nach dem Mord an Eckhard T., wird Thomas Rung wieder einen Menschen töten. Die 34-jährige Gabriela P. Warum? Was trieb ihn zu diesem Mord? War ja wirklich im tiefen Fall. Beziehung war im Eimer, ne? Also war eigentlich alles im Eimer. Naja, Thomas Rung stand damals erheblich unter Druck, hatte ständig Ärger mit seiner Freundin in der Familie. Und am Arbeitsplatz lief es auch nicht rund. Für einen konfliktscheuen Menschen wie ihn war das natürlich eine besonders belastende Lebenssituation. Und dann kam oben drauf noch, dass er befürchten musste, seinen Sohn zu verlieren, weil er die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin total zerrüttet war. Hat es in Ihrem Leben jemand gegeben, der Sie tatsächlich geliebt hat? Mein Sohn. Und meine Lebensgefährtin. Also das war Liebe. Aber diese Liebe gibt es jetzt nicht mehr. Die Beziehung zu seiner Freundin Christine ist zerbrochen und Thomas Rung hat nichts mehr zu verlieren. Er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Kurz vor 8 Uhr morgens klingelt es in der Weißenfelser Straße. Es ist Thomas Rung nach durchzechter Nacht. 3 Tage nach dem Mord an Eckhard T. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das im Kopf hatte. Also Sie vergewaltigen? Rung kennt das Opfer seit 5 Jahren. Gabriela P. ist die beste Freundin seiner Lebensgefährtin Christine, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte. Gabriela P. ist allein. Ihr Mann und die 2 Kinder haben die Wohnung bereits verlassen. Thomas Rung hat offenbar keine Skrupel. Das war eine ganz liebe Frau gewesen. Die hat überhaupt keinen Anlass dafür gegeben, dass ich sowas tue. Er handelt geplant und schlägt eiskalt zu. Wie hat die denn reagiert, als Sie im Grunde genommen die Maske haben fallen lassen? Also als Sie erschrocken. Wenn man der Anklageschrift glauben darf, dann war es ein spontaner Entschluss, weil er die junge Frau im Morgenmantel gesehen haben will. Das würde ich mal als Ausrede sehen. Ne? Also haben Sie vorher schon eine Entscheidung getroffen? Ja, das war eine Sexualstraftat. Thomas Rung nimmt sich, was er will. Er befriedigt seine Triebe und tötet seine Opfer kaltblütig und kalkuliert. Auch Gabriela P. Und nimmt 2 Kinder, ihre Mutter. Warum? Was sind seine Motive für diesen Mord? Also in diesem Fall gab es 3 Hauptmotive. Zum einen das Erzwingen des Geschlechtsverkehrs.
Dann hat er die Frau auch noch anschließend beraubt. Das Hauptmotiv war meines Erachtens aber Verdeckungsabsicht. Sie hätte ihn später verraten können. Nach dem Mord legt Thomas Rung Feuer, um seine Spuren zu verwischen. Doch schnell fällt der Verdacht auf ihn. Er ist beim Verlassen des Tatorts beobachtet worden. Schon wenige Stunden später klicken die Handschellen. Die Polizei findet Rung betrunken auf einer Parkbank. Erst am nächsten Tag ist er vernehmungsfähig und gesteht alles. Bei der letzten Tat wollten Sie, dass man Sie festnimmt? Ich wollte mich verabschieden aus dem Leben. Also Sie hatten Selbstmordabsicht? Mhm. Und was hat Sie davon abgehalten? Die Polizei war schneller. Bei der Vernehmung haben Sie sich entschieden, reinen Tisch zu machen. Warum? Also ich wollte da eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Ne? Und ich habe einen Schlussstrich gezogen. Und ich bereue den auch nicht. Thomas Rung ist gefasst. Er gesteht auch Taten, die man ihm wohl nie hätte nachweisen können. Sein Geständnis erregt großes öffentliches Aufsehen. Als er seine Lebensgeschichte auspackt, staunen die Ermittler der 5. Berliner Mordkommission nicht schlecht. Bei den Vernehmungen des Beschuldigten räumte Rung dann weitere 6 Tötungsdelikte ein. 7 Morde und die Polizei tappte völlig im Dunkeln. Neben diesen 7 Tötungsdelikten hat der Beschuldigte dann bei den weiteren Vernehmungen insgesamt 15 weitere Straftaten eingeräumt. Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Sexualdelikte und Raubdelikte. Das wäre ja schon fast eine Beleidigung den Tieren gegenüber, weil ich da an den Tag gelegt habe. Ne? Also ist das Untier doch an solches, ne? Schon irgendwo ein richtiger Ausdruck. Mit 7 Tötungsdelikten schreibt Thomas Rung Kriminalgeschichte als gefährlichster Serienmörder Berlins seit Kriegsende. 12 Jahre lang trieb er sein Unwesen, ohne dass ihm die Fahnder auf die Spur kamen. Denn weder die Tötungsweise noch die Art der Opfer ließen ein Tatmuster erkennen. Kaum ein Täter bedient so viele verschiedene Motivkategorien wie Thomas Rung. Das Strafgesetz kennt über 50 Mordmotive. Ich unterscheide bei Mordmotiven in 3 große Bereiche. Erstens die Gefühlsebene, also Affekte wie Rache, Wut, Hass oder Eifersucht. Und zweitens die Bedürfnisebene, also beispielsweise sexualisierte Gewalt, Mordlust oder Habgier. Drittens die Verstandesebene. Hier geht es um kühl kalkulierte Taten. Also wenn beispielsweise ein Mord passiert, um eine andere Tat zu ermöglichen oder die eigene Täterschaft zu verdecken. Diese Mordmotive stehen in aller Regel nicht alleine, sondern nebeneinander und verstärken sich gegenseitig. Und der Fall Rung ist ein Paradebeispiel. Thomas Rung tötet in allen Kategorien. Gefühle wie Wut, Hass, Rache, das Verlangen nach Geld und Sex und der kalkulierte Verdeckungsmord. Das sind seine Motive. Aber wie ist er zum Mörder geworden? Die Ursachen für serielles Morden allgemein sind sehr häufig in der Kindheit der Täter zu suchen. Deshalb habe ich mir mal ein älteres Interview mit Thomas Rung angeschaut und eine passende Passage gefunden und ihn genau damit in unserem Gespräch konfrontiert. Also ich habe als Kind keine Liebe empfunden. Vater hat den Ton angegeben. Er hat bestimmt, also was auf den Tisch kommt, ne, und so weiter. Und er war ein sehr gewalttätiger Mensch. Ne. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Ihr Vater Sie zum ersten Mal geschlagen hat? Ich muss so im Alter von 5 Jahren gewesen sein. Ja, das war also am Klausener Platz in Berlin, da am Schloss Charlottenburg. Da war so ein aufgeschütteter Berg und da konnten wir als Kinder rodeln. Und Vater mit drauf auf den Schlitten, ich glaube noch 2 meiner Geschwister vor ihm und ich sollte dann noch als Dritten da mit drauf, bin dann auch mit drauf. Und dann war mir das aber zu abenteuerlich, also jetzt da mit den Schlitten den Berg darunter zu rodeln und bin vom Schlitten gesprungen. Und auf dem Nachhauseweg hat Vater denn sich so einen Schneeball zurecht gemacht und haut mir den voll ins Gesicht rein und sagt, du feiges Schwein, du, ne? Das ist eine Sache, die hat mir nie losgelassen. Thomas Rung wird 1961 geboren.
Er ist das sechste von sieben Kindern. Als Thomas Rung 2 Jahre alt war, verließ seine Mutter die Familie. Das Verhältnis zur Stiefmutter war auch ausgesprochen lieblos. Und der Vater, ein Gelegenheitstrinker, schlug Thomas regelmäßig. Aus meiner Sicht durchlebte er eine sehr freudlose Kindheit. Ich habe die Liebe überhaupt vermisst, ne? Ich habe mich irgendwo nicht angenommen gefühlt und ziemlich hilflos, ne? Also ich war ziemlich zurückhaltend, so ein Eigenbrödler. Man hat sich ja auch nicht so mit mir jetzt beschäftigt oder so. Man hat ja immer nur so diese Kontrollfunktion über mich ausgeübt, ne? Und die Folge daraus war ein eher wenig ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Das heißt, er konnte sich selbst auch gar nicht richtig spüren. Der Fall Thomas Rung ist ein schönes Beispiel dafür, wie bestimmte Faktoren eine sehr tragische Entwicklung in Gang setzen können. Einerseits sicherlich genetisch mitbedingte emotionale Instabilität, also Gene, die bewirken, dass eventuell, wenn was schief geht, diese Person ihre Gefühle nicht gut steuern kann. Dazu kam von klein auf Traumata. Also, seine Mutter war überfordert, hat sich nicht vernünftig drum gekümmert. Der Vater kommt nach Hause, ist wütend und verprügelt, egal ob es gerechtfertigt ist oder nicht, die Kinder. Das bewirkt bei einem kleinen Kind, dass es ständig Stresshormone auslöst. Diese Stresshormone können die Entwicklung des Gehirns negativ beeinflussen. Thomas Rung erlebt eine von Gewalt und Angst geprägte Kindheit. Die ganze Familie fürchtet die Brutalität des Vaters. Er hat einen Knüppel fertig gemacht, darüber einen Schlauch, drüber gezogen. Hat mich damit verprügelt, unter anderem mein Bruder. Dann war irgendwie mal was in der Schule gewesen, hat er mir eine Glatze geschnitten, ne, um jetzt mich, weiß ich nicht, als sonst was hinzustellen. Ne. Also als Kind schämt man sich ja schon. Ne. Und dann auch so seine Aggressionsausbrüche, wo ist die Axt, den schlage ich tot. Ne. Und als Kind damit zu leben, also das ist schon enorm. Ne. Also ich war ein ziemlich ängstliches Kind. Ja, das ist ein typisches Muster, das man bei vielen Straftätern wiederfindet. Die Gewalt, die man selbst erleidet, gibt man dann auch später weiter. Wann haben Sie denn angefangen, so Gewalt auszuüben? Und warum? 74 oder wann gab es mal so einen extremen Vorfall mit Kindern. Okay. Ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ne? Also ich habe den wirklich richtig provoziert. Ne? Und die haben wohl auch ein bisschen Angst gekriegt. Und die hatten dann also die Flucht angetreten mit ihren Fahrrädern. Und da bin ich hinterher mit meinem Fahrrad. Das war, glaube ich, so ein Bonanza-Rad gewesen. Und habe einen von denen im Laufe der Fahrt, und ja, das war so eine volle Geschwindigkeit, da gegen den Rad getreten, dass der stürzte. Das war so mein erster richtiger aggressiver Gewaltausbruch. Wie bei Thomas Rung sind oft traumatische Erlebnisse in der Kindheit der Auslöser für psychische Fehlentwicklungen. Das Erste, was dabei passiert, dass hier im Gefühlszentrum einige Dinge schieflaufen, unter anderem, dass es ständig in Alarmbereitschaft ist. Deswegen hat er sein Leben lang ganz viele Probleme mit anderen und fühlt sich immer von anderen verletzt, beleidigt, gekränkt. Er wird wütend und er will Aggression ausüben. Ich habe da irgendwo was angenommen. Ja. Ja. Hass, die Hemmschwelle, die hat nicht mehr gehabt, denn, ne? so regelrecht gleichgültig. Ne? Wenn ich also so was gemacht habe mit einer Gleichgültigkeit, wie sie eigentlich nur im Buche steht. Weil ich dann meine Aggression ja als Mittel irgendwie ja, zum Durchsetzen nehme. Ja, der weitere Lebensweg war dementsprechend. Er war ein ausgesprochen schlechter Schüler. Er musste relativ früh auf die Sonderschule. Dann kamen die ersten Diebstahlsdelikte und später dann eben auch gewaltbesetzte Taten. Bereits mit 16 Jahren wird Rung wegen Raubes und Körperverletzungen zu 2 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Mit 19 hat er schon den zweiten Gefängnisaufenthalt hinter sich. So wie ich eigentlich also aus der Schule raus bin, ne, hatte ich schon gar nicht mehr also so, ja, ein geordnetes Leben gesehen. Ne? Das war ziemlich planlos, ja, Chaos. Ich habe mich regelrecht treiben lassen. Ne? Ich habe gemacht, was ich wollte. Ne? Gab es bei Ihren Taten so eine Art Grundmotivation, die immer zum Tragen kam? Ihr könnt mir alle mal am Arsch lecken. Ja. Ich mache jetzt, was ich will.
Seinen ersten Mord begeht Rung im Alter von 22 Jahren. 6 weitere werden folgen. Die Wut, die er in seinen Taten auslebt, geht auf die Gewalt zurück, die er selbst als Kind erfahren hat. Seine Aggressionen sitzen tief und er kann sie nicht kontrollieren. Wenn der normale Mensch sauer wird, also aufgrund eben der Reaktion, die hier entsteht, dann würde diese Emotion hier sozusagen rüberverarbeitet. Und im Vorderhirn wird eine Bremse eingeschaltet, die sagt, es ist nicht vernünftig, den anderen zu schlagen oder zu töten. Er hat aber Schuldgefühle nie gelernt, weil um Schuldgefühle zu entwickeln, muss man Mitgefühl haben. Mitgefühl hat er aber auch nie entwickeln können, weil er eben niemals eine vernünftige Bindung zu einem Menschen hatte, auch als Kind nicht. Angst fühlt er auch nicht, weil sein Vater kam immer nach Hause, hat ihn verprügelt. Eigentlich egal, ob er wirklich extra böse war oder nicht. Er hat als Kind gelernt, du wirst eh verprügelt. Das zusammen. Ich werde sehr wütend und möchte dem anderen etwas antun. Und, naja, Schuldgefühle habe ich nicht, Mitgefühl habe ich auch nicht. Angst empfinde ich jetzt auch nicht so doll, weil ich kriege ja eh Ärger. Was sollte mich also davon abhalten, dem anderen Gewalt anzutun? Ich hatte so ja mal die Absicht gehabt, das musste im Alter von 13 Jahren gewesen sein. Da wollte ich Vater einen Sack Zement auf den Kopf schmeißen. Der ist leider an ihm vorbeigegangen. Hätte der Sack Zement ihn getroffen, dann wäre vielleicht das nicht zu den anderen Taten gekommen. Den Vater töten, um nicht zum Mörder zu werden. Die erschreckende Logik eines Serienkillers. Und nicht nur einmal hegt Rung Mordpläne gegen den Vater. Da hatte ich also von Bauern eine Schrotflinte geklaut. Habe dann erstmal versucht, einen Fasan zu schießen. Da hat das Schrotgewehr aber in dermaßen den Rückschlag gehabt, dass ich mir also erstmal auf den Arsch setzte. Ja, und dann habe ich es nicht mehr angefasst. Aber der Gedanke war eigentlich, jetzt ziehst du zu Vater und schießt ihn weg. Dann bist du endlich mal hier dein Pain ja los. Der Dampf wäre abgelassen. Und man hat es verstanden. Ne? Und so habe ich die Aggression immer in mir weiter rumgetragen. Und die Folgen sind tragisch. Thomas Rung tötet 7 unschuldige Menschen. Beziehungstaten sind mit 90% die häufigste Art von Tötungsdelikten. Ganz anders bei Thomas Rung. Er tötete überwiegend ihm völlig unbekannte Menschen. Ein besonders seltener Fall. Rungs Taten sind eine Chronik des Grauens. Thomas Rungs Mordserie beginnt im Oktober 1983. Das erste Opfer, seine Vermieterin Melanie S. Rung, damals 22 Jahre alt, wohnt im selben Haus. Um 18 Uhr sucht er sie auf. Ich wusste ja, das ist die Vermieterin. Und die hat ja auch also zum Teil die Miete bar kassiert und alles. Ne? Also ich hatte mir da Geld versprochen. Der Mieter will Ihnen sprechen. Ja, komm rein. Also mit welchem Bewusstsein sind Sie in die Wohnung rein? Die Frau zu überfallen. Thomas Rung ist gerade vor 2 Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden. Er saß wegen Diebstahls und Körperverletzung. Was ist jetzt mit der Miete? Ich hatte ja selber noch Mietschuld mehr offen gehabt. Das war also schon voll geplant gewesen. Er geht mit äußerster Brutalität vor. Bei der Obduktion werden Brust-, Bein- und Rippenbrüche festgestellt. Schließlich erwürgt Rung das Opfer und durchsucht die Wohnung nach Barem. Seine Beute 80 D-Mark. Haben Sie ihr dabei ins Gesicht gesehen, als das passiert ist? Was haben Sie dort gesehen? Ja, ein starrender Blick, ne? Mund verzerrt. Also das war schon ein Chaos der Gefühle. Ne? Also ich habe mir da schon ziemlich unwohl gefühlt, aber habe trotzdem irgendwie geschafft zu verschleiern, dass die anderen also jetzt nicht den Glauben hatten, dass ich da also jetzt derjenige gewesen ist, der die Tat gemacht hat. Warum hat Thomas Rung die Frau getötet? Das Motiv für diese Tat war Habgier, also ein klassischer Raubmord. Hinzu kam, dass Rung erst seit wenigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er hatte mehrere langjährige Haftstrafen verbüßt und für sich ab sofort beschlossen, werde ich durch ein Opfer in Gefahr gebracht, bringe ich sie um, kurz gesagt, tot machen und weg. Das war so ein absteigender Ast, ne? Also wo ich
diese Grenze überschritten hatte, da hatte ich mir also schon, ja, nicht mehr so als Mensch gesehen. Nach seinem ersten Mord war für Thomas Rung den gefährlichsten Serienmörder der Berliner Nachkriegsgeschichte der Bann gebrochen. Die Hemmschwelle, einen Menschen zu töten, ist weg. Innerhalb weniger Wochen begeht er 3 weitere Morde und folgt einer simplen Strategie. Zeugen ausschließen. Also, man ist ja schon fast kriminalistisch vorgegangen, weil man ja also auch keine Spuren hinterlassen will, man will keine Fehler machen, ne? Und es hatte sich ja letztendlich wirklich alles immer bewährt, ne? Das, was ich gemacht habe, ne? Der Plan geht auf. Im Fall seines ersten Opfers, Melanie S., wandert ein Unschuldiger für ihn ins Gefängnis. Ein handfester Justizskandal. Der 20-jährige Michael M. wohnt im selben Haus, hatte die Vermieterin ebenfalls aufgesucht, kurz vor Thomas Rung. Die Kripo verdächtigt ihn. Michael M. ist dem Vernehmungsdruck nicht gewachsen und gesteht einen Mord, den er nicht begangen hat. Die haben mich dann in eine Zelle gebracht, dann wieder zurück, dann wieder in eine Zelle, dann wieder zurück. Weil irgendwo, das waren, die gingen ja mehrere Stunden. Und irgendwo war ich einfach nervlich dann fertig gewesen. Das ging nicht mehr. Ich war damals sehr naiv. Ich dachte, wenn ich denen irgendwas erzähle, dann lassen sie mich wieder gehen. Weil ich auch noch nie was mit der Polizei zu tun hatte. Ich konnte mir echt nicht vorstellen, was... Weil ich war unschuldig, also was soll mir passieren? Die Kripo findet Michael M.'s Fingerabdrücke in der Wohnung des Opfers. Er hatte ebenfalls Schulden bei der 77-jährigen Vermieterin, war mit der Miete im Rückstand. Für das Berliner Landgericht genug Anhaltspunkte, um ihn für 6 Jahre hinter Gitter zu bringen. Erst Rungs Geständnis 12 Jahre später bringt den Justizirrtum ans Licht. Thomas Rung wird damals auch vernommen, kommt aber ungestraft davon. Und das Töten geht weiter. Nach dem Mord an seiner Vermieterin folgt nur wenige Wochen später die nächste Tat. Das zweite Opfer ist die 22-jährige Studentin Susanne M. Na, ich bin wie so ein streunender Köter, bin ich da durch die Bezirke manchmal. Ne? Natürlich war man auf der Suche. Mit der Absicht, wieder jemanden zu finden, um meine Gedanken dann wieder umsetzen zu wollen, ja. Gegen 2 Uhr nachts kommt Thomas Rum aus einer Kneipe, sein Opfer aus einer Disco. Ja, das war die heftigste Tat, ne? Weil das eben eine junge Frau gewesen ist, ne? Rum zerrt sie auf diesen Kinderspielplatz, vergewaltigt und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Er denkt, dass sie tot ist und schaufelt Sand über sie. Susanne M. erstickt qualvoll an eingeatmetem Sand. Ich hatte schon die Absicht gehabt, das zu tun, was da passiert ist. Das waren ja immer so meine Ausbrüche dann, ne? Wie soll ich die beschreiben? Ich habe meinen puren Egoismus wieder umgesetzt, ne? Der Fall Susanne M. hat eine neue Qualität. Bis dahin beging Rung ausschließlich Diebstähle, Einbrüche, Raubüberfälle und jetzt ein Sexualmord. Nach dieser grausamen Tat folgt nur eine Woche später Mord Nummer 3. Thomas Rung stößt eine 85-jährige Frau brutal zu Boden, um sie auszurauben. Seine Beute 100 Mark. Er lässt die Frau einfach liegen. Sie stirbt an Unterkühlung und schweren Kopfverletzungen. Sein Motiv, Bereicherung. Nur wenige Wochen später Mordfall Nummer 4. In den Morgenstunden des Heiligen Abends vergewaltigt Rung die 62-jährige Josephine G. und ertränkt sie im Neuköllner Schifffahrtskanal. Sein Mordmotiv in diesem Fall, sexuelle Befriedigung und Verdeckung der Tat. Also normalerweise töten Serienmörder aus ein und demselben Motiv. Thomas Rung ist insofern ein außergewöhnlicher Fall, weil er aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus seine Opfer ermordete.
Ich denke, die Tatsache, dass er immer wieder auch ältere Frauen überfallen hat und sehr brutal vergewaltigt und sogar getötet hat, hängt mit seinen Gefühlen gegenüber dieser Stiefmutter zusammen. Ich denke, die älteren Damen haben unbewusst immer wieder in ihm alte Gefühle und Erinnerungen hochkommen lassen, dass die dann Opfer seiner Wut wurden. Der Wut über all die schlimmen Dinge, die er als Kind erlebt hat in diesem Zuhause. Die Frau war irgendwo meiner Meinung nach mit Hass gefüllt, ne? Weil sie hat ja im Grunde genommen auch den Qualm abgekriegt, wenn es jetzt nicht so lief, hier laufen sollte. Oder wenn jetzt irgendjemand was ausgefressen hat, ne? Sie musste ja immer Bericht erstatten. Also sie wurde genauso dirigiert wie wir. Ne? Thomas Rung begeht 1984 dann eine Tat, die auf den ersten Blick atypisch erscheint. Also mal die Motorhaube auf. Ganz unten. Er kommt der 23-jährigen Gabriela N. bei einer Autopanne zu Hilfe. Auf einem dunklen Parkplatz in Berlin ist die Gelegenheit günstig. Er schlägt zu. Die war so mit ihrem Auto da beschäftigt gewesen, also die konnte nicht viel über eine Beschreibung abgeben. Die junge Frau hatte Glück im Unglück. Thomas Rung glaubt, sein Opfer hätte ihn nicht erkannt. Deshalb lässt er sie am Leben. Sie war ja im Grunde genommen, war sie ja im Auto im Käfig. Und wir hatten keinen Blickkontakt. Das ist sehr aufschlussreich. Thomas Rung mordete also nur dann, wenn er, wie soll ich es ausdrücken, wenn er seine persönliche Integrität oder seine Sicherheit bedroht sah. Und diese zweite Motivebene, also sexuelle Aspekte oder Bereicherungsabsicht, waren dagegen zweitrangig. Rungs fünftes Opfer ist die 58-jährige Rentnerin Helga K. Gerade hatte Thomas Rung eine 5-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung, Raub und Körperverletzung verbüßt. Seine 4 bis dahin bereits verübten Morde konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Wenige Wochen nach seiner Entlassung schlägt Rung wieder zu. Thomas ist wieder mal sein Bedürfnis nachgegangen, ne? Nachdem er sein Opfer vergewaltigt hat, ertränkt er Helga K. in der Badewanne. Erst Wochen später wird die Leiche gefunden, im Zustand fortgeschrittener Verwesung. Auch diesen Mord stuft die Polizei als Badeunfall ein. Dann ein Wendepunkt. Im Alter von 29 Jahren verliebt sich Thomas Rung in die 3 Jahre jüngere Christine T. Die Beziehung scheint ihn zu stabilisieren. 5 Jahre lang begeht er keinen weiteren Mord. Ich hatte dann eine längere Beziehung gehabt, ne? Wo die Mauer dann fiel. Da war mal wirklich eine Zeit lang Ruhe gewesen. Ne? Aber man hat dieses verlogene Leben ja vor sich. Ne? Also das lässt dann ja nicht mehr los. Seine Freundin ahnt nichts von seiner dunklen Seite. Das Paar bekommt sogar einen Sohn. Rung ist ein liebevoller Vater. Tja, das ist so ein süßer Fratz, ne? Als ich da im Krankenhaus reinkam, ne? Der hat immer den Mund wie so eine Spitzenmaus gemacht, ne? War auch eigentlich ein sehr ruhiges Kind. Wenn ich nach Hause kam, ne? Von der Arbeit, hab mal Wasser eingelassen. Naja, hat er sich gleich ausgezogen und sprang mit mir dann in die Badewanne. Wasser, Hände und alles. Ja, und kann mal vorstellen, also, dass ich ihm sehr fehle. Aber eine feste Liebesbeziehung muss zwar kein stabilisierender Faktor sein, kann es aber sein. Offenbar hat die Beziehung ihn also ein klein wenig gebremst, aber nicht stark genug, um ihn in ein normales Leben zu führen. Als die Beziehung brüchig wird, geht das Töten wieder los. Im Februar 1995 folgt der kaltblütige Mord an Eckhard T., seinem Stiefbruder und Vater seiner Freundin. Und kurz darauf der Sexualmord an Gabriela P. Mit insgesamt 7 Tötungsdelikten schreibt Thomas Rung Kriminalgeschichte. Thomas Rung ist ein ungewöhnlicher Serientäter, weil er aus ganz unterschiedlichen Motiven tötete. 2-mal ging es ihm um Habgier, 4-mal um Vergewaltigung. Und in einem Fall um negative Gefühle wie Wut, Hass, Rache. Und eben diese Beliebigkeit machte Rung zu einem der gefährlichsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. So außergewöhnlich wie die Vielzahl seiner Motive ist auch das Ende seiner Mordserie. Er selbst zog mit seinem Geständnis einen Schlussstrich. Der damalige Gutachter attestiert ihm volle Schuldfähigkeit. Rung sei zwar aggressiv, eine psychische Erkrankung liege jedoch nicht vor.
Thomas Rung ist mit 7 Morden einer der gefährlichsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Nur geschnappt, weil er sich selbst stellte. Wird es je möglich sein, skrupellose Mörder wie ihn zu identifizieren, bevor sie zuschlagen? Im Hollywood-Klassiker Minority Report funktioniert das. Im Jahr 2054 verhindert die Abteilung Pre-Crime der Washingtoner Polizei Morde mittels Präkognition. 3 Precorps-Wesen mit hellseherischen Fähigkeiten sehen die Morde in Visionen, bevor sie passieren. Laut Hollywood wäre das in weniger als 40 Jahren Wirklichkeit. Was ist in puncto Verbrechensprävention heute schon möglich? Günther Ukon vom LKA Bayern arbeitet bereits mit einer Software, die Verbrechen vorhersagen kann. Wir beschäftigen uns seit längerer Zeit schon mit dem Thema Predictive Policing, also praktisch nach vorne zu schauen, was denn passieren könnte in naher Zukunft. Das funktioniert auch nur in bestimmten Deliktsbereichen. Explizit der Wohnungseinbruch, weil der uns ja seit Jahren große Probleme bereitet. Und da hat man also festgestellt, dass es gute Möglichkeiten gibt, entsprechende Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wo die nächsten Tage solche Einbrüche passieren. Eine spezielle Software analysiert Faktoren wie Ort, Zeit oder Beuteschema. Near Repeat heißt die Methode, mit der die Wahrscheinlichkeit von zeitnahen Wiederholungstaten berechnet wird. Nach erfolgreicher Testphase soll Predictive Policing, zu Deutsch voraussagende Überwachung, in den Polizeialltag integriert werden. In diesen Near Repeat Areas, wo wir die Software eingesetzt haben, entsprechend aktiv waren, haben wir einen Rückgang bis zu knapp 40% gehabt. Das ist signifikant. Bei Delikten, die massenhaft verübt werden, wie Einbruch oder Diebstahl, funktioniert die Methode. Hier gibt es klare Tätertypen und Tatmuster und vor allem eine Menge Daten. Sind also Gefängnisse mit Insassen, die nie zuschlagen konnten, à la Minority Report, wirklich eines Tages denkbar? Heutzutage gibt es schon viele gute Mittel, um die Persönlichkeit eines Menschen einzuschätzen. Das tut man, nachdem jemand ein Verbrechen oder mehrere begangen hat, dass man schon schauen kann, welche Eigenschaften hat der und was macht den vielleicht gefährlich oder nicht gefährlich. Allerdings sind das nur Wahrscheinlichkeiten. Man kann aber auf gar keinen Fall, nur weil jemand Risikoeigenschaften hat, sagen, der wird definitiv ein Verbrechen begehen und deswegen sperren wir den mal zur Sicherheit weg. Wie hoch müsste die Wahrscheinlichkeit sein, um Menschen vorsorglich einzusperren? Was wäre im Fall eines Irrtums? Das Verhindern von Kapitalverbrechen durch Vorhersagen bleibt heute noch absolute Zukunftsmusik. Thomas Rung hat mit seinem Geständnis selbst einen Schlussstrich gezogen. Sonst hätte das Töten vermutlich noch lange kein Ende genommen. Ich würde hier heute noch nicht mal unterschreiben können, dass ich nicht irgendwie in irgendeiner Art wieder, ne, also da rückfällig werden würde. Nicht jeder mit einer schweren Kindheit wird eines Tages zum Serienmörder. Rungs Bluttaten stehen am Ende einer langen, tragischen Fehlentwicklung. Thomas Rung ist ein Mensch, der, wenn er Bedürfnisse ausleben will, eben gelernt hat, Gewalt zu instrumentalisieren. Was sich dann im Kopf dieses Menschen genau abspielt, das kann nur er selbst beantworten. Ich schäme mich schon für meine Taten, aber ich kann mir jetzt nicht hinstellen und sagen, also tut mir leid, ich entschuldige mich, da ist nichts mehr gut zu machen, da ist nichts mehr zu entschuldigen. Die Last, die wird zunehmend stärker, ne? Weil ich heute vor dem Scherbenhaufen meiner ganzen Sachen stehe. Und selber mir manchmal die Frage stelle, ne, was hast du da eigentlich gemacht? Und so unsägliches Leid über Menschen gemacht. Vermutlich hätte man Thomas Rung mit heutigen Ermittlungsmethoden früher das Handwerk gelegt. Die Aufklärungsrate bei Mord liegt bei über 95%. Gänzlich verhindern hätte man seine Bluttaten aber auch heute nicht können. Mit 7 Morden schreibt Thomas Rung Kriminalgeschichte. Er weiß, warum er getötet hat und dass er bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis bleiben wird. Für mich wäre der Tod eine Gnade. Justizvollzugsanstalt Celle. Wir sind zum Interview verabredet mit einem der gefährlichsten Mörder der Nachkriegszeit. Die Eingangskontrollen sind dementsprechend. Der Mann, den wir hier aufsuchen wollen, hat 7 Menschenleben ausgelöscht. Dazu kommen rund 30 weitere Straftaten. Einbruchdiebstähle, schwere Raubtaten, etliche Vergewaltigungen.
Die Rede ist von Thomas Rung. Das Urteil 1996 lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das sind ja nun mal gruselige Taten, ne? Aber wenn ich jetzt sage, also ja, in mir das Tier sehe, ne? Tiere verhalten sich ja im Grunde genommen auch anders, ne? Also das ist ja schon ja irgendwie auch was, das wieder, natürlich ist es eine menschliche Abartigkeit, ne? Aber ich denke mal, das Untier, das trifft eigentlich schon den richtigen Namen. 6 Frauen hat Thomas Rung innerhalb von 12 Jahren umgebracht. Opfer höchst unterschiedlichen Alters. Mal ging es um Sex, mal ums Geld. Doch auch ein Mann wurde zu seinem Opfer. Ein Familienangehöriger. Ihn ertränkte er in der Badewanne. Thomas R. ist ein Sonderfall bei den Serienmördern. Gewöhnlich bleiben sie einem bestimmten Motiv, einem bestimmten motivationalen Hintergrund treu. Bei Thomas R. war das ganz anders. Er hat aus unterschiedlichen Motiven heraus gemordet. Einmal ging es darum, sich zu bereichern. Andererseits musste er eine Vergewaltigung verdecken. Und dann gab es auch noch den Fall, wo er mit seinem Onkel in Konflikt geriet und ihn dann getötet hat. Also ganz unterschiedliche Motive, die sich dann aber in einer konkreten Situation aktualisiert haben. Also er hat mir auch mal gesagt, also mir war das scheißegal, ob die draufgehen. Ich war mir wichtig und sonst hat mich nichts mehr interessiert. Seit 18 Jahren sitzt Thomas Rung hinter diesen Gittern. Über seine Verbrechen will er heute nicht mehr sprechen. Der damalige Mordkommissar Peter Böhm erinnert sich noch gut. Er hatte Rung nach seinem letzten Mord über Wochen verhört. Er kennt jede der grausamen Taten im Detail. So auch den Mord an der 22-jährigen Pfarrerstochter, die Rung damals in unmittelbarer Nähe des örtlichen Spielplatzes in Berlin überfiel. Sie ruft natürlich um Hilfe. Er hat Angst, dass jemand aus dem Fenster guckt, verbringt sie in eine Hausnische, wo er nicht gesehen werden kann. Dann bringt er sie rüber in diesen Würgegriff auf den Spielplatz, entkleidet sie, vergewaltigt sie und sagt ihr dann, ich werde dich töten, und tötet sie. Meint er, aber sie lebt noch. Er wirkt und sie lebt dennoch. Also steht er auf, holt aus und tritt ihr mehrmals mit dem Hacken gegen den Kopf, bis sie tot ist. Und bei dieser jungen Frau gibt es keine Zeugen und keine Beweise. Denn nach dieser Tat an der jungen Frau hat er sich ihr Strupp genommen und hat alle Spuren, Fußspuren im Sand weggewischt. Erst die Lust befriedigen, dann nach dem Mord bloß keine Spuren hinterlassen. So geht Thomas Rung immer vor. Seine Taten konnten die Ermittler deshalb nicht in einen Zusammenhang bringen. Rung hatte es zunächst auf fremde Frauen abgesehen, ermordete später aber auch eine Bekannte, steckte zur Spurenbeseitigung deren Wohnung in Brand. Rung ist jemand, der quer durchs Gesetzbuch arbeitet. Er begeht Diebstähle, Einbrüche, Raubtaten, Vergewaltigung, Tötungsdelikte. Und dann darauf zu kommen, dass der eben gerade noch einen Einbruch begangen hat und dann Raum, einen Taxifahrer überfällt, Handtaschen raubt, wieder mal einen Einbruch macht, wieder mal raucht, eine versuchte Vergewaltigung dafür in Gefängnis sieht, dass der plötzlich die Serie hat und zu dieser Serie auch noch 7 Tötungsdelikte gehört. Das hat überhaupt keiner gesehen. Hinzu kam, Rungs Mordserie wurde unterbrochen, weil er aus dem Verkehr gezogen war. 5 Jahre Knast. Allerdings nur wegen seiner Vergewaltigungen und Raubtaten. Danach fing er gleich wieder an. Bei seiner letzten Tat, dem Mord an der Bekannten, wurde er beim Verlassen des Hauses beobachtet. Als Peter Böhm ihn deswegen verhörte, gestand er. Ja, weil ich also aufräumen wollte, ne? Also ich wollte unter meinem Leben, wollte ich einen Schlussstrich ziehen, ne? Also ich hätte mich ja wieder aus der Verantwortung stehlen können. Also
so wie ich das mitbekommen habe, wäre mir lediglich ein Totschlag vorzuwerfen gewesen. Das wäre nicht mal also zu einer Mordanklage gekommen. Da hätte ich mich also nach 15 Jahren aus dem Vollzug wieder verabschieden. Also ich wäre heute schon wieder draußen, ne? Wenn ich das nicht gesagt hätte. Aber ich wollte nicht mehr. Ne? Ganz so einsichtig, wie er sich jetzt gibt, war er damals dann doch nicht. Sein Geständnis knüpfte er an eine Bedingung. Die Bedingung nämlich, seine Mordgeschichten in der Presse vermarkten zu dürfen. Er verhökerte seine Story gegen gutes Geld an den Stern und packte umfassend aus. Das wurde abgewickelt über seinen Rechtsanwalt, mit Genehmigung natürlich der Polizeiführung und der Presse. Und soweit ich weiß, hat er seine Geständnisse für 50.000 D-Mark verkauft. Seine Bekenntnisse wurden auch in Buchform vermarktet. Selbst wenn er sich da als Untier bezeichnet, bei den Gutachtern galt er immer als psychisch gesund, als strafrechtlich voll verantwortlich. Deshalb sitzt er im geschlossenen Strafvollzug. Ob ein Täter schuldfähig ist oder nicht, müssen die Richter entscheiden, mit Hilfe von Psychiatern, die beurteilen, ob ein Täter krank oder kriminell ist. In seinen Vernehmungsprotokollen gab Rung an, dass er viele seiner Verbrechen geplant hatte, dass er das Morden in sein konkretes Vorhaben mit einbezog, seine Opfer oft beobachtete und dann beschloss, sie zu töten. Am 24. Dezember, Heiligabend, geht eine fleißige Frau morgens um 5 zur Arbeit, ist um 4 aufgestanden, hat sich fertig gemacht und geht um 5 zur Arbeit. Rung ist auf Verwaltungstour unterwegs. Er verfolgt die Frau. Er erreicht sie, er nimmt sie in den Würgegriff, bringt sie zu Boden und vergewaltigt sie. Und dann wirkt er sie bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann nimmt er die Frau an den Beinen, schleift den Körper runter zum Kanal und hält sie mit dem Kopf ins Wasser, bis er meint, dass sie ertrunken ist. Und als er dieser Meinung ist, lässt er los und lässt den Körper ins Wasser fallen. Verurteilt. Thomas Rung arbeitet mittlerweile im Gefängnis als Polsterer. Theoretisch besteht auch für ihn die Möglichkeit, irgendwann wieder rauszukommen. Bei seiner Gefährlichkeitsprognose ist das aber wohl eher blasse Theorie. Das weiß er auch selbst. Also für mich wird es in der Gesellschaft keinen Platz mehr geben. Ne? Mein Kapitel wird sich im Strafvollzug zuschlagen. Seit Jahren